Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Berechnung der Standardnormalverteilung mit Hilfe von Tabellen. Das ist dann relevant, wenn wir eben keinen Computer zur Verfügung haben, wie zum Beispiel in manchen Lehrveranstaltungen, wo in den Prüfungen nur ein bestimmter Taschenrechner erlaubt ist. Da werden dann häufig Tabellen für die Normalverteilung hergegeben, weil die Verteilungsfunktion und die Quantilsfunktion der Standardnormalverteilung keine einfache geschlossene Darstellung hat, die wir mit dem Taschenrechner ausrechnen können. Schauen wir uns also einmal an, wie wir das Ganze auch mit Hilfe von Tabellen berechnen können. Als Beispiel sollen wir da drei Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Tabelle der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung berechnen. Und ich fange hier gleich einmal mit dem ersten Beispiel an. Es geht also um die Wahrscheinlichkeit, dass z kleiner gleich 1 ist. Um sich klarzumachen, was das heißt, ist es immer gut, sich so eine kurze Skizze zu machen. Wir haben also die Standardnormalverteilung mit dem Erwartungswert 0 und einer Standardabweichung von 1. Und uns interessiert jetzt, wenn wir hier das Quantil mit 1 vorgeben, die Fläche, die links davon unter der Dichte der Standardnormalverteilung liegt. Und das ist nichts anderes als die Verteilungsfunktion ausgewertet an der Stelle 1. Und wenn wir jetzt also R zur Verfügung hätten, könnten wir da zum Beispiel P-Norm von 1 ausrechnen und in anderen Softwarepaketen hätten wir dafür andere Funktionen zur Verfügung, um eben diese Verteilungsfunktion an der Stelle 1 auszuwerten und würden dann den Wert ungefähr 0,841 und so weiter bekommen. Wenn wir jetzt also kein Softwarepaket zur Verfügung haben, können wir aber trotzdem manchmal mit so einer Tabelle rechnen. Und das Skriptum macht das auch und zeigt dort, wie man das also mit einer Tabelle ausrechnet. Ich wechsle deshalb hier einmal die Ansicht und schaue mir die Tabelle aus dem Skriptum an. Die Tabelle der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Ich zoome da mal ein klein bisschen rein, dass man das besser erkennen kann. Und die Tabelle ist nun also folgendermaßen zu lesen. Wir wollen also Werte phi von x ausrechnen. Das x steht dabei im Rand der Tabelle und das phi von x steht im Inneren der Tabelle. Also wenn ich x auf ein bestimmtes Quantil setzen möchte, habe ich dafür zwei Nachkommastellen zur Verfügung. Wir fangen hier bei minus 2 irgendwas an und dann geht es immer größer, minus 1,9 und so weiter. Und hier in den Spalten habe ich dann die zweite Nachkommastelle, 0,00, 0,01 und so weiter und so fort. Und hier möchte ich jetzt also die Tabelle ablesen bei dem Wert 1,00. Wir gehen also in der Tabelle runter, bis wir hier ankommen bei 1,0 und die zweite Nachkommastelle soll auch eine 0 sein und dann können wir in der ersten Spalte ablesen. Wäre es jetzt kleiner als 1,03 gewesen, hätten wir gehen müssen zu 0,01, 0, 1, 2, 3 und dann wäre die Wahrscheinlichkeit hier 84,8% gewesen, aber dadurch, dass wir 1,00 haben wissen wollen, ist es 84,1%. Ja, also in sowohl den Zeilen als auch in den Spalten die erste und zweite Nachkommastelle nachschauen und dann den entsprechenden Eintrag im Inneren der Tabelle nachgucken. Wechseln wir also zurück auf unsere Folien. Und haben hier diese Tabelle auch etwas verkürzt. Auf den Folien stehen eben die ersten bis zur ersten Nachkommastelle die 1,0 und hier oben die zweite Nachkommastelle. Wenn wir dann berechnen wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine standardnormal verteilte Variable größer als minus 1 ist, ist das 1 minus die Wahrscheinlichkeit für kleiner gleich minus 1. Und da müssen wir dann also hier wieder für die Verteilungsfunktion nachschauen. Dieses hier ist einfach unsere Funktion groß Phi an der Stelle minus 1,00. Also auch da nochmal beide Nachkommastellen betont. Wir gehen also in den Zeilen bis zur ersten Nachkommastelle minus 1,00 und nehmen dann die zweite Nachkommastelle in der ersten Spalte.
und bekommen da einen Wert von 0,159. Das ist also genau die Gegenwahrscheinlichkeit zu den 84,1%, die wir vorher für kleiner gleich 1 gesehen haben. Das kommt daher, dass die Verteilung genau symmetrisch ist. Wir können also hier auch 84,1% herausbekommen. Letzte Frage war dann nach der Wahrscheinlichkeit für zwischen minus 2 und 2. Auch hier die übliche Empfehlung, einmal kurz eine Skizze zu machen, um was es geht. Und wir wollen jetzt also wissen, wie bei einer standardnormal verteilten Zufallsvariablen die Wahrscheinlichkeit ist, zwischen minus 2 und 2 zu fallen. Dafür braucht man zunächst mal die Wahrscheinlichkeit für links von 2 und davon müssen wir abziehen die Wahrscheinlichkeit für links von minus 2. Sprich, das ist groß Phi an der Stelle 2 minus groß Phi an der Stelle minus 2. Und da müssen wir also an zwei Stellen in der Tabelle nachschauen. Einmal bis zu 2,0 gehen und dann die zweite Nachkommastelle ist wieder die 0, haben wir 0,977 in der Tabelle stehen. Und bei minus 2,0 haben wir 0,023 stehen und die Differenz davon sind dann 95,4%. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, zwischen minus 2 und 2 zu liegen. Umgekehrt kann man auch nicht nur Wahrscheinlichkeiten berechnen, sondern man kann auch Quantile berechnen. Das ist das Thema von dieser zweiten Musteraufgabe hier. Auch hier ist der Ausgangspunkt wieder die Zufallsgröße z ist standardnormal verteilt und nun man finde jenen Wert z, den diese Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeit 0,9 nicht überschreitet. Das ist zunächst mal mit dieser Verneinung ein bisschen kompliziert. Auch da macht man sich am besten eine Skizze und mit Wahrscheinlichkeit von 0,9 sollen wir jetzt nicht überschreiten, sprich darunter liegen. Wir suchen also einen Wert z, also diesen Wert z suchen wir, sodass diese Fläche hier 0,9 ist. Also nicht wie in den vorigen Beispielen, wo wir das Quantil vorgeben und dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Hier geben wir die Wahrscheinlichkeit vor und wollen das entsprechende Quantil ablesen. Das heißt also, dieser gesuchte Wert z ist dann das 90% Quantil Standardnormalverteilung oder man kann auch sagen, wir müssen die Inverse der Verteilungsfunktion, die sogenannte Quantilsfunktion, an der Stelle 0,9 auswerten. Wenn wir dafür eine Implementierung haben, wie das zum Beispiel in R der Fall wäre, könnten wir da einfach einsetzen, könnten Q-Norm von 0,9 berechnen. Wenn wir das nicht haben, müssen wir dafür wieder auf eine Tabelle zurückgreifen. Und dafür wechsle ich nochmal auf unsere Ansicht mit den Normalverteilungstabellen. Und hatte hier schon diese gezoomte Variante der Tabelle der Verteilungsfunktion. Ja, wir erinnern uns, die Quantile stehen im Rand, die Wahrscheinlichkeiten im Inneren. Und wir könnten jetzt also hier im Inneren schauen, wo kommen wir denn zu einer Wahrscheinlichkeit von genau 0,9? Und die erreichen wir hier. Und wenn wir dann rübergehen, sehen wir, dass es bei 1,2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also in etwa 1,28 ist das entsprechende Quantil. Ich schreibe mir das mal hin. Also Phi von 1,28 ist gleich 0,9 und wenn ich dann das Phi auf die andere Seite bringe, hätte ich da stehen 1,28 ist das 90% Quantil. Jetzt haben wir aber das Problem, dass nicht jede Wahrscheinlichkeit wie die 0,9 im Inneren dieser Tabelle drin steht. Manchmal sind da Sprünge in der Tabelle drin, die hat halt nur eine bestimmte Präzision. Und der andere Nachteil ist, ich habe hier auch das Quantil nur bis auf die zweite Nachkommastelle gegeben.
Deshalb verwendet das Skriptum an der Stelle noch eine zweite Tabelle mit Quantilen der Standardnormalverteilung, wo ich also genau Paare von Wahrscheinlichkeiten Alpha und zugehörigen Quantilen n Alpha oder Phi hoch minus 1 von Alpha stehen habe. Und auch da kann ich jetzt also nochmal durchgehen und kann nachschauen und sehe, ja, bei 0,9 haben wir 1,2816 stehen, also haben dasselbe Quantil, wie wir in der Tabelle vorher stehen hatten, aber mit einer anderen Rundung. Also man sieht schon, das mit den Tabellen ist alles nicht so super. Viel besser ist es natürlich, das mit einem Softwarepaket ganz präzise zu berechnen, aber als erster Behelf, wenn man nur mit einem Taschenrechner bewaffnet ist, dann sind diese Tabellen okay und auch nicht schwierig zu verwenden. Wechsle ich dann also nochmal zurück auf meine Folien. Und lösen also hier auf. Wir wollten das 90% Quantil finden und schauen da in der zweiten Tabelle eben nach und bekommen als Quantil 1,2816 heraus. Und wenn wir dann wissen wollen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, welches Quantil überschreitet die Standardnormalverteilung mit Wahrscheinlichkeit 60%, können wir auch hier nochmal eine kurze Skizze machen, wie das aussieht. Suchen also hier ein Quantil, sodass wir mit Wahrscheinlichkeit 60% darüber liegen. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 40% müssen wir drunter liegen. Z muss also sein, das 40% Quantil der Standardnormalverteilung. Und wenn wir da in die entsprechende Quantilfunktion einsetzen, bekommen wir minus 0,2533 heraus, wenn wir also hier die Tabelle verwenden, um das Ganze zu berechnen. Das heißt also, links von minus 0,25 liegen etwa 40% der Wahrscheinlichkeit und rechts davon die restlichen 60% der Wahrscheinlichkeit. Zuletzt schauen wir uns dann noch an, wie wir die Quantile bestimmen können, dass so etwas gilt. Wir möchten also so ein symmetrisches Intervall von minus a bis plus a finden, sodass die standardnormal verteilte Zufallsvariable z mit 84% Wahrscheinlichkeit dazwischen liegt. Auch hier zunächst mal eine kleine Skizze, weil das bei der Vorstellung immer hilft. Und wir möchten also haben, dass wir das Intervall von minus a bis a bekommen. Und hier in der Mitte sollen also 84% der Wahrscheinlichkeitsmasse liegen. Und das heißt, es liegen insgesamt 16% der Wahrscheinlichkeitsmasse außerhalb. Und wegen der Symmetrie muss ich also hier 8% liegen haben und da muss ich 8% liegen haben. Ja, damit sich das insgesamt zu 100% ausgeht und links und rechts muss genau gleich groß sein, weil das Intervall von minus a bis a symmetrisch um den Erwartungswert von 0 drumherum liegt. Das heißt, insgesamt liegen links von a 92% der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, a muss das 92% Quantil der Standardnormalverteilung sein oder genauso kann ich sagen, minus a muss das 0,08 Quantil der Standardnormalverteilung sein. Kommt genau das gleiche heraus, weil die Verteilung eben genau symmetrisch ist. Diese Überlegung, dass a das 92% Quantil ist und ich entsprechend in der Tabelle bei 92% ablesen muss, kann ich mir auch etwas mathematischer herleiten, kann sagen, diese Wahrscheinlichkeit ist die Differenz der Verteilungsfunktionen an der Stelle a und minus a. Und wegen der Symmetrie kann ich sagen, phi von minus a ist dasselbe wie 1 minus phi von a. Dann kann ich diese Klammer auflösen und die 1 auf die andere Seite bringen. Da habe ich 2 mal Phi von A ist 1,84 und ich dividiere durch 2 und dann weiß ich,
A muss das 92%-Quantil sein, also links davon liegen 92% der Wahrscheinlichkeitsmasse. Bringe ich also das Phi hoch minus 1, die Umkehrfunktion, auf die rechte Seite und kann das Ganze ablesen. Und wenn ich dann in der Tabelle nachschaue, in der zweiten Tabelle, dann bekomme ich einen Wert von 1,405 etwa. Das heißt, zwischen in etwa minus 1,4 und plus 1,4 liegen bei einer Standardnormalverteilung 84% aller Beobachtungen.